Viva la Quinta Brigada, rumba la rumba la rumba la. Viva la Quinta Brigada, rumba la rumba la rumba la. Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela. Guten Morgen, liebe Podcast-Freunde. Ein neuer Tag in Bolivien. Hinter mir seht ihr den Arbol de Piedra, den Baum aus Stein. Ranger Lewis. Sorgt ihr für die Sicherheit. Wir sind hier immer noch auf der Kindergartenhöhe von 4300 Metern circa. Die Nacht haben wir auch auf 4300 Meter verbracht. War schon extrem, muss ich sagen. Keiner hat so wirklich gut geschlafen. Der Atem... Naja, Probleme nicht, aber wenn die Nase zu wurde, hat man durch den Mund geatmet, wurde alles ein bisschen schwerer. Generell sehr unruhige Nacht auf Steinbetten, mehr oder weniger. Aber wollen wir uns nicht beklagen, gehört dazu, war auch eine Erfahrung. Hinter mir sieht man noch ganz geil den Mond. Jetzt gucken wir uns hier mal an, was diese Gesteinsbrocken, die anscheinend bei einem Vulkanausbruch hierher geschleudert worden sein sollen, so können. Also, los geht's. Hice partir la naranja y no tenía cuchillo. Hice partir la naranja y no tenía cuchillo. Immer wieder atemberaubend, wie still es hier ist. Hier sind zwar ein paar Menschen, aber wenn ich jetzt die Klappe halte, hört man fast nichts. Robert, wo sind wir? Laguna Honda. Der See der Welle oder der Wellen. Ich hoffe, man kann das hier unten erkennen. Wir haben Besucher mit Steinen, die ihre Herkunftsländer gelegt. Einige zusammengekommen. So, wir sind jetzt hier unten an den Namen. Ich will nichts kaputt machen, außer vielleicht Peru. Und hier ist Italy. Und hier ist auch natürlich, darf nicht fehlen, Germany. Scotland. Oh, what's that? Berlin. Sollen wir Kassel noch legen? Podcast-Freunde, wir haben gerade eine wichtige Information von Ranger Lewis zum Spiel bekommen. Genau, ich habe gerade nochmal mit den Meteorologen gesprochen und mit den Geologen und wir befinden uns jetzt hier gerade auf 4700 Metern über dem Meeresspiegel. Also endlich wird es wieder ein bisschen männlicher, genau. Nicht diese Kindergarten-Scheiße, alles unter 4,5 bis Kindergarten. Let's go, wrestle! Yes, again. First blood. How we play a game! Versus, wer als erstes auf Boden lebt. Oh. Das war ein klassisches, keine Ahnung, Unentschieden. Gezeichnet von Kahn. Was sind die ersten Worte der Kontrahenten? Woran hat's gelegen? Woran hat's gelegen? Woran hat es die Lehre? Woran hat es gelegen? Also, das macht man sich am Ende. Ich würde gerne den Videobeweis benutzen. Ja, den Videobeweis haben wir. Ich glaube, es sieht schlecht aus für Kevin, weil er einfach weiter unten die ganze Zeit war. Ihr beide sah so behindert aus. Ich hoffe, das habe ich richtig schön drauf. Okay, now the winner, Lewis, gets running. Go, first on the ground. Gezeichnet vom Battle. Ich hoffe, meine Sonnenbrille hat es überlebt.
Wrestlen auf was? 4,7? Wrestlen auf 4700 Meter. Gute Idee. Davor 20 Liegestütze gemacht. Ja, wir haben es drauf. And now I hand over to Ranger Lewis. Hola! Que no para de llamarte, porque no he podido olvidarte. Desde aquel día en que te vi, soy yo. El que solo vive soñando, que también te estás enamorando. So, liebe Podcast-Freunde, Lagunen Nummer 834 und 835. Da drüben, die ist rot, trocknet aus. Die hier ist trockener und trocknet nicht aus. Man hat Flamingos. Und wir können uns denen jetzt viel weiter nähern. Bin ich gespannt. Jetzt stecke ich voll drin. Im Schlammmassel. Ach, verzockt. Fuck, fuck, hier sieht man voll ein. Das ist gar keine gute Idee. Gar keine gute Idee. Herz. Gefangen in der Lehmwüste. Fuck. Ah, das ist dumm. Lagunen, hab die schon so voll von dem Mist. Krieg das an hier. Voll angesackt. Bis zum Knien. Kacke. Da wird gleich Gelächter geben. Wir haben mal wieder einen unserer Stops eingelegt. Diesmal keine Lagune, das ist schon mal unser Fortschritt. Ich kann nirgendwo mehr einsinken. Wir haben jetzt da hinten den einzigen aktiven Vulkan Bolivias. Ich hoffe, man erkennt es. Ein bisschen Rauch. So, Mittagsessen-Spot. Da wir aber, glaube ich, noch keinen Platz haben, machen wir erstmal hier eine kleine Lama-Besichtigung. Nette kleine Oase hier, super cool. Voll von Lamas. Oder Alpakas. Oder, ach, ich blick da nicht durch. Blickt aber hier gefühlt keiner. Bolivianisches Bier. Cerveza con Coca. Salud. 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 Ende der Blasmusik. Nach dem ersten bolivianischen Bier und einer großen Mahlzeit, Lippenpflege, einem Klogang. Schweißhausbesuch. So. Sind wir jetzt, ihr dreimal dürft ihr raten, wo wir sind. Wir machen es spannend. Und La Laguna Ultima. La Laguna Ultima. Liebe Podcast-Freunde, die Conny möchte euch auch mal grüßen. Conny, was Hallo, möchtest liebe du? Podcast-Freunde. Conny, was machen wir hier? Wir probieren Cerveza. Und Bolivianisch. Bolivianisches Cerveza, si. Und welches fandest du am besten bisher? Die Selber.
Quinoa. Also das hier, das Gelbe, weil es so ein bisschen schmeckt wie Weizen, oder? Das erinnert dich an zu Hause. Nein, also meine ich jetzt? Nein, das ist jetzt nicht, oder? Ich meine, Weißbier kann man schon, oder Weizen kann man schon mit Weizen. Ah ja, jetzt musst du mir und allen 8 Leuten, die das, den Scheiß hier gucken, einmal den Unterschied zwischen Weizen und Weißbier klären. Gibt keinen Unterschied, oder? Nein, Weizen sagen. Nee, sag Weißbier. Nein, wir sind völlig leer. Wir sagen auch Weizen. Ist jetzt auch Weizen. Oder die in München sagen Weißbier. Warum auch immer. Die sagen Weißbier, aber alle anderen Bayern sagen Weizen. Ich hab's nämlich nie verstanden. Ich denke, in Bayern trinken alle ein Weißbier. Im Hotel Les Salles in der Nähe von der Sala de Gemüse, unserem Hauptziel. Wir sind jetzt hier, wie der Name schon sagt, in einem kompletten Salzhotel. Das heißt, der Boden, Salz, die Backsteine, alles Salz. Hier Salzberge, das ist sau cool. Hier ist der Ausblick. Da hinten kann man schon erahnen, dass da weite Flächen kommen. Ich nehme an, in die Richtung geht's morgen noch weiter.